So, klar, da ist jetzt keiner, aber ihr seht, hier ist überall Betrieb, ne? Also kein Problem. Meine Kinder sind ja auch immer so, dass sie sagen, Mama, kannst du das nicht vorher machen? Aber das macht nichts. Ja, was mache ich gleich? Ich lese euch einmal dann die Preise vor, wird eine Maschine voll gleich wieder anschmeißen und dann werde ich in den Pool gehen. In der Zwischenzeit müssen meine Videos aber noch rendern und dann hochgeladen werden, da das schon relativ spät ist. Werde ich tatsächlich doch wieder auf die gleiche Zeit rauskommen mit dem Schnitt meiner Videos wie jeden Tag. Es sieht in der Kamera tatsächlich heller aus. Es ist schon ziemlich dunkel und auch richtig bewölkt. Das sieht man, glaube ich, auch. Ich muss übrigens sagen, guckt, da kommen auch wieder welche. Das ist auch witzig, ne? Mit diesen Rollern. Das sind diese Elektroroller. Und die kommen damit auch den Berg hoch, ne? Also ich bin ja erstaunt, wie die das schaffen. Ich habe das gesehen, dass die mit dem Roller auch den Berg hochkommen. Da könnte man tatsächlich ja überlegen, ob ich mir nicht auch so ein Ding hole. Weil das geht eigentlich recht fix und schnell. Ich werde mir mal meinen Mann schnappen und dann gucken wir mal, ob es wir hier für mich finden, weil ich sehe das immer öfters, dass sie den Berg damit hochkommen und das geht wohl. Und selbst wenn der ganz steile Berg nicht funktioniert, es reicht ja auch, wenn man schon runter geht mit dem Ding. Ja, das ist ja auch viel schneller gemacht. Deswegen. Ja, das wird eine Alternative sein. Ich habe ja keinen Führerschein, wie ihr wisst, und darf daher weder Motorroller noch solche anderen Dinge fahren. Ja, ich glaube das. Nee, darf ich auch nicht. Ist auch ein Nummernschild dran. Also, und sowas braucht man ja auch nicht. Also, so ein Roller ist doch viel praktischer, finde ich. Naja. Transfer übrigens nach unten. €93 habe ich ausgegeben, habe ich schon erzählt, ne? Kekse, Joghurt und Waschmittel. Jetzt müsste ich morgen aber auch mal wechseln, weil so viel habe ich jetzt auch gar nicht mehr da, glaube ich. Mal gucken, wie der Kurs morgen ist. Kann aber auch mit meinem Sohn sonst wechseln abends. Aber ich glaube, der wird richtig kaputt sein. So, sind wir auch gleich da. Da muss ich hoch. Ich war am Pool. Ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Keine Ahnung warum. Deswegen war ich auch nicht so lange drin und habe dann nochmal geduscht, aber ohne Haare waschen, ohne alles. Ja, irgendwie bin ich auch mega kaputt und will eigentlich nur noch schlafen. Ja. Naja, ich setze mich gleich nochmal draußen hin, aber ich habe keinen Akku mehr. Ich müsste auch noch 2 Videos hochladen. Die Updates-Videos von gestern Abend, als ich mir die Wimpern gemacht habe mit der Aloe Vera. Das würde ich gerne noch hochladen und heute Morgen dann das Review dazu. Und das mache ich nochmal eben. Und dann machen wir gleich wieder neue Aloe Vera drauf. Dabei filme ich mich dann auch nochmal. Und ja, würde dann auch bald ins Bett gehen wollen. Und hinten hinsetzen kann ich mich nicht, oben auch nicht, weil mein Akku ist alle, ja, lebenshart.
Ich habe meine Familie angerufen, aber niemanden erreicht. Sehr komisch. Aber da ist auch noch früh. Ich glaube, wir haben hier 8. Oder halt, nee, wir haben hier 9 und da ist 8 oder so. Da ist ja noch voll hell. Und ich denke mal, die sind alle im Büro. Warum gehen die da nicht ran? Ich weiß es nicht. Hört mal, wie laut die Klimaanlagen da draußen sind. Unsere Nachbarn haben die an. Laut, ne? Hört ihr das? Ja, wenn die Klimaanlagen draußen an sind, also dann kann man kaum schlafen, ist richtig laut. Ja, ich musste mich ein bisschen hinlegen. Ich habe tatsächlich ziemliche Bauchschmerzen. Ist auch ganz schön unangenehm, muss ich sagen. Ich werde euch jetzt aber noch zeigen, was ich bei BIM gekauft habe und euch kurz umrechnen und was ich dafür bezahlt habe. Außerdem habe ich mich auf meine Brille gesetzt. Ne? Das heißt, die ist hin. Ich musste die kleben. Und ich habe ja noch eine davon, aber wo ist die? Die ist wieder weg. Und in der Türkei, also ich habe hier noch keine gesehen, ne? Solche Sehhilfen. Da musst du echt zum Optiker und dir dann eine Brille machen lassen. Ich glaube, ich habe auch meine ganzen Brillen gar nicht mitgenommen. Das sind noch die einzigen, mit denen ich gut gucken kann. Eine habe ich jetzt kaputt gemacht. Ne? Das Leben ist hart. Ja, und ansonsten liege ich hier und versuche meine Bauchschmerzen auszukurieren. Und lausche den Klimaanlagen. Unsere sind noch lauter. Ist draußen, aber die sind auch ganz schön laut. Also. Wenn du die an hast, das hörst du. Da kann ich nicht schlafen. Wenn die an sind, kann ich nicht schlafen. Das ist mir zu laut. Ne? Da muss man sich echt dran gewöhnen. Na gut, ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe, wie viel das gekostet hat. Und meine schöne Brille. Ich hatte, die lag neben meinem Handy im Dunkeln. Und dann habe ich die nicht gesehen, wollte mein Handy holen und habe mich mit den Knien da drauf. Ne? Die Waschmaschine ist auch nicht durch. Die dauert ja immer ewig. Ich habe auch noch genug Wäsche zum Waschen, ne? So. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an die Preise von den ganzen Geschichten hier, die wir eben gekauft haben. Muss ich mir eben an meinen Umrechner, an meine App rein. Ja, also, der große Joghurt, wo ist er hier? Der ist ja noch nicht mal so groß. Hat 1,28 gekostet. Wie viel ist da drin? Wie viel Liter? Oh, ich kann es nicht. 1500. 1,28 der Joghurt. Und 3,38. Wieso ist das nass? Ist da Wasser rausgelaufen? Hier ist nämlich auch nass. Guck mal. Ah, das habe ich vorhin gesehen. Oh nein, läuft da jetzt Wasser aus? Na, das ist ja toll. Noch ein Problem mehr. Also, 3,28. Aber das ist überall so nass. Hä? Das stand da. Das ist aber sehr komisch. Hier ist ja auch nass, ne? Guck mal, das ist auch nass. Und die sind alle nass. Nein, also leckt das hier irgendwo. Warum passiert das immer, wenn mein Milch da ist? Das ist doch echt scheiße. Wo leckt denn das? Keine Ahnung. Hier ist alles trocken. Aber die sind alle nass. Hä? Das ist auch alles nass. Verstehe ich nicht. Also, das hat jedenfalls 3,28 gekostet, sind 3 Liter drin. Also, das ist jetzt auch nicht umsonst, ne? Muss man mal so sagen. Riecht aber gut. Und die Kekse haben gekostet
56 Cent. Das ist günstig. Jo. Aber wieso leckt das jetzt hier, ne? Ja, guck, das ist alles matschig hier. Guck mal. Sind alle aufgeweicht. Und hier ist aber alles trocken. Das finde ich wirklich sehr eigenartig gerade. Da ist auch alles trocken. Komisch. Sehr komisch. Wirklich komisch. Aber wieso ist das so nass? Guck mal. Das war nicht nass, als ich es hergebracht habe. Naja, das begreift wer will. Egal. Das muss ich beobachten. Tja, das Leben ist hart. So, jetzt machen wir noch mal einmal meine Aloe Vera Geschichte und dann bin ich für heute auch durch mit Drehen. So, dann brauche ich noch mal so ein Wattepad. Und ein neues Stück Aloe Vera, glaube ich, wäre auch nicht schlecht. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bin fertig. Ich habe mich auch schon eingecremt mit der Aloe Vera. Meine Maschine ist, glaube ich, auch jetzt durch. Und dann können wir ins Bett, Leute. Ich bin echt müde. Und genau, habe ich euch gesagt, ne? Beam 3,28 Waschmittel. 1,28 Joghurt und die Kekse 56 Cent oder so. Also alles nicht die Welt, aber das Waschmittel ist schon teuer, ne, finde ich. Also für türkische Verhältnisse. Genau. Da gab es auch eins in Schwarz, habt ihr ja gesehen, für schwarze Kleidung. Da war ich auch beeindruckt. Das hat auch nur 59 Liter gekostet. Tja, so ist das. So, bist du jetzt fertig? Bummelt da immer noch vor sich hin, ne? Ja, den Wischen habe ich noch hier liegen lassen, weil da bin ich noch nicht fertig. Ich muss noch weiter wischen. Das Zimmer von meinem Sohn muss ich weiter wischen und machen und tun. Das mache ich alles morgen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Meine Bauchschmerzen haben sich so ein bisschen gebessert. Ich werde jetzt aber Zähne putzen gehen einmal. Und kann ich die jetzt ausmachen oder was oder wie? Nee, die bummelt immer noch weiter. Naja, wir können ja noch mal einmal kurz uns oben einen Moment hinsetzen, bis die Waschmaschine fertig ist. Ich glaube, ich habe auch noch genug Akku. Hier machen wir mal Licht an. So. Und oben wollte ich die Fenster auch noch alle zumachen. Seid ihr ein bisschen verschmiert wieder? Nee. Gardinen sind fast alle dran hier oben. Wenn ihr mal gucken wollt. Noch nicht alle, aber fast. Ja. Geht eigentlich. So warm ist es hier gar nicht. Ich habe gerade mit der Family noch gesprochen. Die wollten sich noch treffen mit meinem Mann und die letzten Sachen noch für morgen besprechen. Jimmy kommt ja morgen und die haben tatsächlich keinen Transferdienst jetzt gefunden. Was so viel, oh, hier ist schön, Leute. Oh, es ist windig, herrlich. Was so viel bedeutet, dass er erst einmal morgen ja, dass er, wenn er in Antalya ankommt, dass er dann zum Otokar erstmal muss. Also er wird sich wahrscheinlich ein Taxi nehmen. Ich weiß aber, dass es vom Antalya Flughafen auch einen Bus gibt, der ihn zum Busbahnhof fährt. Und von dort kann er nach Alanya fahren. Das kriegt er schon hin, denke ich mal. Es ist sehr windig. Also was heißt der? Es ist erfrischend windig heute. Schön.
Heute ist recht ruhig da unten. Nicht so viel los. So sieht man ganz gut, ne? Ja, ich setze mich noch mal ein bisschen hin. Ist ja kein Zweck, ich erwarte, bis die Maschine fertig ist. Ne? Oh, warum das jetzt so nass unter dem Spülbecken ist, das wundert mich jetzt ehrlich. Es hat mir die ganzen Tabs kaputt gemacht, Mensch. Scheiße. Tja, ich will mal gucken, woran das liegt. So ein leichter Wind, so ein leicht kühler Wind, so ein erfrischender Wind. Sieht man auch in den Palmen, glaube ich, ein bisschen. Das seht ihr ja nicht. Moment. Mit Licht vielleicht? Moment. Hm, nicht wirklich, ne? So ein ganz leichter Wind. Schon wieder ein Kangal. Der ist hier eben da lang gelaufen. Hab die Kamera nur nicht so steil gekriegt. Ganz seelend ruhig läuft der da lang. Ich komme immer nachts raus. Mal gucken, ob ich ihn nochmal erwische. Mein Akku ist auch alle. Da lief er eben lang. Da. Ganz seelend ruhig. Von da kam er irgendwo aus den Bananenfeldern. Da lang und dann ist er da runter. Tja. Letztes Mal liefen ja drei hintereinander, so Riesenviecher. Diesmal war der aber gar nicht so groß. Hm. Die wohnen vielleicht doch da irgendwo in den Feldern oder ich weiß nicht, dass die immer nachts kommen. Schlafen wahrscheinlich tagsüber. Weg. Eigentlich sollte man hier schlafen. Es ist so angenehm. Echt richtig, richtig angenehm heute der Wind. Da mein Mann sagt, lieber nicht. Hier sollen in der Türkei überall Ohrwürmer und so rumlaufen, die einem dann nachts in die Ohren kriechen. Ja, er wird es ja wissen. In der Abendstunde eben war das Internet wieder weg, ne? Also ich sag's euch, aber es ist wieder da. Jetzt aber schnell die Videos hochladen, damit ich für euch morgen die Vlogs habe. Ich habe erst zwei Videos geschnitten und die sind am Hochladen und gerade noch überhaupt nicht fertig. Oh mein Gott. Na gut, mein Lieben, also für euch gibt es heute jetzt auch nichts mehr zu sehen. Ich werde jetzt ins Bett gehen, wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, werde jetzt auf jeden Fall schnell diesen Vlog auch noch zu Ende schneiden und dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht!